Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sehr, sehr verunsichert sind. Und die Stahlindustrie hat in den Regionen für eine gewisse Sicherheit gesorgt. Sie ist groß, sie ist präsent, mit vernünftigen Arbeitsplätzen, mit vernünftigen Strukturen. Und man kann sie auf die Industrie auch verlassen. Die Industrie ist Motor der Wirtschaft. An der Industrie hängen Handwerksbetriebe. An der Industrie hängt auch Hoffnung. Doch 2016 wackelt dieser stabile Fels in der Brandung. Dumpingstahl, EEG-Umlage und die vierte Handelsperiode für Emissionszertifikate sind zu viel. IG Metall und Stahl machen gemeinsam mobil, um die europäische Stahlindustrie zu erhalten. Statistisch gesehen war 2016 jeder Beschäftigte der Stahlbranche einmal auf der Straße, um für seinen Arbeitsplatz zu kämpfen. Nach vielen kleinen und großen Aktionen ging es Ende des Jahres dann nach Brüssel. Die Beschäftigten in der Stahlindustrie sind hochqualifiziert, aber in der Regel auch die Stahlindustrie auch qualifiziert. Und das würde bedeuten, dass es nur ganz, ganz schwer möglich ist, unsere Jungs und Mädels, die wir beschäftigen, draußen irgendwo anders einzusetzen. Von außerdem wären auch wirtschaftliche Probleme, weil wir die Stahlindustrie verlassen würden. Forschung, Entwicklung, all diese Dinge würden wegbrechen. An jedem Stahlarbeitsplatz von den 80.000 Beschäftigten der deutschen Eisen- und Stahlindustrie hängen 6,5 weitere Arbeitsplätze dran, die in der Wirtschaft ein Riesenloch reißen würden. Darum sind wir jetzt hier und hoffen, dass wir zumindest derzeitnah schon mal eine Entscheidung kriegen, wie das mit CO2 aussieht. Die europäische Eisen- und Stahlindustrie produziert pro Tonne Stahl 1,5 Tonnen CO2. In China sind da 2,7, 2,8 Tonnen CO2. So ist uns dann nicht damit geholfen, wenn man uns politische Entscheidungen die Stahlindustrie zumacht und Stahl aber weiter benötigt wird, in derselben Menge, der aber dann über die großen Weltmeere geschippert wird, ne, mit großen Schiffen, die Schweröle tanken und dann, sage ich mal, wochenlang unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist. Ich glaube auch nicht, dass Umweltpolitik so aussehen darf. Kein Europa ohne Stahl. Stahl hat Zucker. Wir verlangen von der EU die Solidarität mit der europäischen Stahlindustrie, mit unseren 300.000 Kolleginnen und Kollegen. Das ist das, was wir heute hier in Brüssel einfordern. Die europäische Industrie hat ein Herz für Stahl und das muss weiter schlagen. Si les produits provenant arrivent de plus en plus massivement en Belgique, mais aussi dans tous les pays européens, c'est une Europe qui se préoccupe de l'emploi et de son plan de qualité. Colleagues, the time has come to make up the European Commission and the Council. So let's go and make some noise. Unser Ziel ist, dass wir endlich auch jetzt Prozesssicherheit kriegen. Das heißt also, wir wollen für die nächsten Jahre wieder planen können und das geht nur, indem wir endlich eine Regelung kriegen, wo ganz klar ist, die CO2-Zertifikate-Regelung ist so ausgestattet, dass wir auch die nächsten Jahre investieren und damit gegen die schwierige Situation auf den Weltstahlmärkten auch behaupten können. Wir haben nicht nur ein Herz aus Stahl, sondern wir haben ein Herz für Stahl. Ein Herz aus Stahl heißt einfach, dass Stahl sozusagen halt auch das Herzstück ist für die Beschäftigten, für die Region, aber auch für Forschung und Entwicklung. Und das Herz für Stahl heißt einfach, dass unser Herz für Stahl schlägt. Und wenn wir uns umgucken, ist überall Stahl verbaut und ohne Stahl geht gar nichts. 15.000 Stahlarbeiter aus 19 europäischen Ländern marschierten an dem Tag zum Europäischen Parlament. Dass 12.700 von ihnen aus Deutschland angereist waren, ist kein Zufall. Vor allem für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft spielt Stahl eine entscheidende Rolle. Von daher kann ich einfach nur noch mal appellieren an alle, die in Verantwortung sind in der Politik in Europa bzw. in Berlin. Wir brauchen eure Unterstützung. Lasst uns da nicht alleine. Einzeln sind wir definitiv immer schon schwach gewesen. Das hat die Geschichte uns gezeigt. Unterstützung brauchen wir erstmal nochmal auch von der Bevölkerung. Wir brauchen aber auch Unterstützung von den Arbeitgebern. Ich glaube ganz fest daran, dass wir gemeinsam in der Lage sind, diesen Kampf zu kämpfen. Und ich glaube auch, dass wir in der Lage sind, das nur gemeinsam hinzukriegen. Kein Stahlstandort ist alleine. Wir werden auch alle Auseinandersetzungen, die wir in der Öffentlichkeit haben, wenn es um unsere Existenz geht, gemeinsam streiten. Wenn in Völkling oder im Saarland oder in Duisburg ein Stahlarbeiter eine Fackel entzündet, wird die Fackel entzündet für alle Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter. Das sind nicht nur Kollegen, das sind Freunde von uns. Das wird ein Kampf werden der Stahlarbeiter in ganz Deutschland.